Hallo ihr Lieben, ich hatte gesehen, dass es bei DM wieder Get the Glow Boxen gibt. Im letzten Jahr gab es 4 und die habe ich tatsächlich auch alle bekommen online. Die gibt es also nur online. Diesmal gab es 3 und ich war ganz stolz, ich hatte 3 im Warenkorb. Ja, und dann fiel mir ein, oh, ich könnte noch dies und noch das. Ja, und als ich dann zur Kasse ging, da war auf einmal die eine Box verschwunden, denn sie war schon ausverkauft. Aber wenigstens 2 habe ich bekommen. Ich habe also die Box Get the Floral Glow und Get the Natural Glow. Und die kosten jeweils 10 Euro und haben Mehrwert. Ich weiß nicht wie viel. Aber ich liebe einfach Überraschungsboxen. Ihr wisst es vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich komme so kaum jemals zum Shoppen irgendwie, wühlen, suchen. Oh, ich sehe schon schöne Sachen. Ja. Und deshalb ist für mich das Internet-Shoppen einfach wunderbar. Und da kommt unser Sammy, eine unserer 3 Katzen. Willst du helfen, mein Schatz? Ja, ich habe eine Box, ne? Sammy liebt Boxen, ja. Dann mache ich die mal zu. Die ist auch wie niedlich. Ja, die haben so ganz süße, kleine, geprägte, gebogene Papierschnipsel als Füllmaterial. Und die sind ja wohl echt super süß. Ich hole dann mal ganz schnell raus aus der Box, was da drin ist. Dann kann er, wenn er will, der Kater sich dann niederlegen. Aber ich glaube, aus den Schnipseln möchtest du gar nicht. Ne? Dann packe ich wieder ein. Okay, wir haben also als erstes eine Creme-Öl-Lotion Bio-Jasmin von Alverde für sehr trockene Haut. Nun, das ist für mich jetzt eher was für den Winter, aber das wird auch so lange halten. Das ist, denke ich, kein Thema, wenn wir die einfach nicht anbrechen. Ist auch schön, das hatten die im letzten Jahr auch, so ein Teaser drüber geklebt, damit unterwegs nichts ausläuft, bis es dann bei mir ist. Dann habe ich festes Shampoo von Foamy. Ich habe ja neulich auch ein festes Shampoo bekommen und habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte schon fast mit unter die Dusche genommen. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt mach erst die eine Flasche wenigstens mal leer. Also so sieht die Verpackung aus von Foamy. Ja, unsere Hündin Ondine hat sich jetzt auch dazu gesellt. Und da ist es auch. Wie riechst du denn? Ja, bisschen herb. Ja, könnte also wirklich, es sieht zwar rosig aus, aber das kann wirklich auch ein Mann benutzen. Absolut, es riecht herb. Gut herb. Und es hat ein Aufhängerchen. Das ist irgendwie gar keine neue Erfindung übrigens. Mein Stiefvater, der 2005 gestorben ist, der benutzte also immer Seife am Stück. Und zwar für alles. Für den ganzen Körper. Zum Baden, zum Duschen, zum Waschen. Seife an der Kordel hat der immer benutzt. Und jetzt auf einmal ist es eine ganz neue Erfindung, ne, Sammy? Soll ich dir mal die Schnipsel rausschütten? Dann hast du eine Box, mein Schatz. Guck mal hier. Stehen die Preise dabei? Ja. Also die Foamy-Seife kostet 4,95 Euro. Shampoo, keine Seife. Alverde Creme Lotion 2,25. Dann haben wir noch von Langhaar Mädchen. Nun ja, ich bin Ü60. Aber Mädchen bleibt man innen drin trotzdem immer. Das sagt sogar meine Mutter und die ist 93. Okay, Langhaar Mädchen, Haarkur Intense Repair. Kokosöl und Buriti-Öl. Buriti-Öl. Kenne ich gar nicht. Seidige Geschmeidigkeit von Mona und Julia. Oh, wie schön. Nee, das habe ich tatsächlich. Ich sehe dieses Shampoo und Conditioner immer. Und auch hier diese Kur, aber ich habe es noch nie verwendet. Und die kostet, Sammy, sagst du es mir, 2,45 €. Dann haben wir einen Shine Lip Gloss von Essence. Oh, der sieht aber auch sehr schön aus. Der passt aber schon zum Nagellack heute. Ist nicht die richtige Kiste, Sammy. Es tut mir so leid. Den mache ich mal. Der hat auch so ein Ballettfüßchen, ne? So, wie so ein Ballettschuh. Auf der Spitze tanzt der. Dann machen wir mal einen kleinen Strich.
Und? Ach, schön. Ganz zartes Rosé. Mag ich. Und kostet 1,95. Und dann haben wir hier Poren Fein Serum von Schäbens. Also die Sachen von Schäbens, diese ganzen Masken und wie heißt es hier, Seren und so. Wunderbar, kann ich immer empfehlen. Preiswert und einfach super. So, drei Ampullen und die kosten 1,95. Von Stiftung Warentest getestet, sehr gut. Dermatologisch sehr gut. Und da haben wir den passenden Nagellack von Trend It Up. UV Power Gel Nail Polish. Nochmal 135 und der ist auch richtig schön. Ne? Der ist so ein Ton dunkler als mein jetziger. Ja, das heißt natürlich, den braucht man dann. Der sieht ja anders aus. Der sieht ja total anders aus. Der kostet 2,25. Und dann ist noch ein richtig süßes Rouge Blush Töpfchen dabei. Ganz toll geprägt. Wenn ich es auf den Kopf stelle, kann ich es auch lesen. Charming Rose 01 heißt es. Trend Sensitive von Lavera. Kostet 6,45 €. Das ist überraschend viel, finde ich. Aber ist Naturkosmetik natürlich. Und ja, sehr schöner Ton. Auch mal machen. Einmal drüber fahren. Einmal neben den. Auch sehr schön. Guck, ganz zarter Ton. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Es tut mir leid, wenn ich dann irgendwie auf der Couch sitze und irgendwas zeige. Wenn ihr es dann nicht richtig sehen könnt, ehrlich, entschuldige mich bei jedem. Manchmal vergesse ich dann, das richtig in die Kamera zu halten. Aber wir versuchen immer auch dann so ein Zoom zu machen. Tja, wenn ihr es nicht richtig sehen könnt, dann entschuldige ich mich sehr. Dann ist das meine Schuld. Also das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Box. Also die war auf jeden Fall wert und das kann ich auch alles brauchen. Dann nehmen wir jetzt mal Get the Natural Glow. Moment, Augenblick. Ja, da kam gerade die Müllabfuhr und dann wird es etwas laut vor der Tür. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und klar Schiff gemacht sozusagen. Und jetzt packe ich dann noch die Get the Natural Glow Box aus. Also ganz natürlich. Ich fand das andere schon auch natürlich. Ich sehe schon was. So schaut es aus innen drin. Wieder die schönen Schnipselchen. Aber die sind echt scharfkantig. Da muss man aufpassen. Ich hatte schon überlegt, den Katzen so eine Suchkiste zu machen. Aber die sind richtig scharfkantig an den Ecken. Da würden die sich verletzen, fürchte ich. Nee, das machen wir besser nicht mit den Dingern. Okay, wir haben also als erstes hier von Alverde einen Kajal Eyeliner in Grün. Wow, ein schönes Grün, ne? Habe ich noch gar nicht. Der ist cool. Der ist ein wunderschönes Grün. Ich habe viele solche Klamotten in der Farbe. Und der kostet 1,75 €, wenn man den kauft. Okay, ich hoffe, man hat ihn sehen können. Dann haben wir hier hautklärendes Reinigungsgel und mattierende Feuchtigkeitsmaske von Balanced Beauty. 2-in-1 Reinigung und Maske. Fair, Organic und Vegan. Also vegan. Habe ich auch noch nie gesehen. Noch nie gehabt. 2,90 € kostet das Tütchen. Dann haben wir eine große Packung Kräutertee mit Vitamin B12 mit Ingwer-Zitronengras-Geschmack. 25 Beutel von DM Mivolis, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, Tee. Ich mag gerne Tee, ich mag keinen Kaffee. 1,35 € kostet das. Dann haben wir von Nivea Natural Balance, die kenne ich auch nicht, feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit Aloe Vera, mit Bio-Aloe Vera. Zarte Pflege, gut zur Haut, normale und Mischhaut. Schön. Wusste ich gar nicht, dass Nivea so eine Serie hat. Sehr schön. Ich könnte es ja mal auspacken, ne? Bevor ich da hier stelle, damit man es mal sehen kann. Ah, so ist die Packung. Ein Glastiegelchen. So.
Und mache ich wieder zu. Ne, so rum wäre es gut, ne? Und das kostet 5,95 €. Dann haben wir eine große Flasche von Herbal Essences. Sulfatfrei, Aloe und Hanf. Ein Shampoo. 94% natürlichen Ursprungs. Wahrscheinlich Wasser und so. Hm? Ja, Hauptbestandteil ist Wasser. Überraschung. Das hat man natürlich bei Stück Shampoo nicht. Ne? So das. Ja, ist also von Herbal Essences, Real Botanicals. Kenne ich auch gar nicht und ist auch wieder schön geschützt mit einem Tesa-Klebi, damit nichts rausläuft beim Transport. Habe ich gesagt, 2,95 €. Das nächste ist Alverde Nagel und Hand- und Nagelcreme mit Aloe Vera und Calendula von DM, neue Rezeptur. War das nicht das gleiche, was in der Barbara-Box auch war? Nur in klein, der Barbara-Box. Ja, ich habe es noch gar nicht probiert. Auch hier ist ein Klebi drum. Aber Handcreme können wir immer brauchen. Ne? Ich werde jetzt mal daran riechen. Ja, riecht ganz frisch. Kräuterig, zitronig. Sehr schön. Dann machen wir den Klebi auch direkt ab. Sehr schön. 1,95 €. Und dann haben wir noch eins. Ich glaube, das ist es, ne? Ja. Von Weleda. Ach, Weleda. Ich mag gerne Weleda-Produkte. Skin Food Lip Butter. Intensive Soforthilfe. Ein kleiner Pflegestift. Nährt und pflegt spröde Lippen mit natürlichen Ölen und Pflanzenextrakten. Also, wenn ihr es nicht kennt, Weleda ist ganz, ganz, ganz was Feines. Immer, die haben wunderbare Cremes und Reinigungs Gel und alles, also ganz, ganz toll. Und das kostet 5,45 €. Ja, Weleda ist nicht billig, aber Weleda ist wirklich gut. Könnt ihr euch auch mal die Homepage angucken von denen, also richtig was Feines. Ja, das war dieses Paket. Also auch auf jeden Fall das Geld wert, was es gekostet hat. Alles neue Sachen für mich, bis auf die Handcreme, glaube ich, aber das macht gar nichts. Handcreme brauche ich immer, ja. Wunderbar. Freue ich mich, dass ich die bekommen habe. Wenigstens die dritte zwar nicht, aber ja. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und sage mal bis demnächst. Ne? Tschüss.